Ihr hört und seht der ganz formale Wahnsinn, der Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Ich bin Andreas Herrenwille, hier zum Fragen stellen, zum idealistisch sein und für die erklären Sie das bitte nochmal genauer Momente. Und adressiert wird damit hier immer Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld. Heute bei uns dabei aus einem Hotel und wir hoffen sehr, dass es funktioniert. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Herr Wille. Wir haben heute eine besondere Folge. Sie geschieht vor virtuellem Publikum und für mich als Radiomensch ist die Bildebene ein bisschen irritierend. Und weil ich das Podcast-Format schon so gewohnt bin, bin ich gespannt darauf, wie oft ich, ach, das schneide ich jetzt raus, sage. Mein Gesprächspartner hat mehr Erfahrung mit Publikum. Ich hoffe, der reißt mich dann an diesen Stellen dann immer passend raus. Ich zähle auf Sie, Herr Kühl. Kein Problem. Perfekt. Wir sprechen jetzt eine halbe Stunde in unserer üblichen Form. Ich stelle die Fragen und mache blöde Kommentare. Stefan Kühl macht expertise Antworten. Und anschließend öffnen wir die Diskussion und nehmen auch Fragen aus dem Publikum auf. Unser Anlass für dieses Format ist das Buch von Stefan Kühl, das heißt auch Der ganz formale Wahnsinn. Hier kann man es nochmal sehen. Und das ist eine Sammlung von 111 Kolumnen, die er geschrieben hat. Viele von den Zuhörenden werden die bereits in Teilen bekannt sein. Man kann sie auch unter anderem online lesen. Und Herr Kühl, meine erste Frage dazu klingt vielleicht jetzt erstmal platt. Geht aber so weit auf, wie man quasi will, und zwar warum? Nicht warum ein Buch, sondern vielleicht auch schon spezifischer, warum Kolumnen? Was war so Ihr Anlass dazu, in dieser Art über Organisation zu schreiben? Ja, es ist eigentlich eine alte Idee gewesen, die ich schon so vor 20, 25 Jahren auch mit zwei Kollegen geboren worden ist, wo wir uns überlegt haben, man bräuchte eigentlich sowas wie ein Lexikon der Management-Themen oder Organisationsthemen, wo man systematisch alles rausgreift, was in irgendeiner Form in den letzten 20 oder 30 Jahren bei Organisationspraktikern Thema gewesen ist. Und müsste zu jedem dieser Themen mal aufschreiben, was man aus einer organisationswissenschaftlichen, organisationssoziologischen Perspektive dazu sagen müsste. Und aus dieser Idee heraus, das zu formulieren, ist eigentlich so ein kontinuierliches Arbeitsprojekt entstanden, wo ich immer mal wieder mir Zeit genommen habe, zum bestimmten Thema versuchen rauszuarbeiten, was ist sowas wie ein interessanter Gedanke jetzt zum Thema Leitbild oder zum Thema Strategie oder zum Thema Personalentwicklung oder zum Thema Personalselektion. Und das habe ich gesammelt, immer mal auch angetestet, funktionieren die Texte dadurch, dass ich sie in Publikationen rausgezogen habe. Und dieses Buch, Der ganz formale Wahnsinn, die 111 Einsichten in die Welt der Organisation, ist die Zusammenfassung dessen, was bei diesem Arbeitsprozess rausgekommen ist. Kolumnen sind, das unterstelle ich jetzt, aber doch ein ungewöhnliches Medium für einen Professor, oder? Normalerweise schreibt man doch Fachartikel oder taucht in Diskussionen auf. Kolumne ist ja schon eine sehr spitze Form, sich darzustellen. Ja, sicherlich so. Also es ist eine Zuspitzung, es ist einmal sehr kurz. Ich weiß gar nicht, ob wir Wissenschaftler in der Lage sind, kurze Texte zu schreiben, aber jedenfalls der Anspruch ist, dass alles in zwei, drei Seiten zu einem bestimmten Thema gesagt wird. Das fällt bei Einzelnen vergleichsweise leicht. Wenn es um Kompetenzdarstellungskompetenz geht, dann kriegt man das auf zwei, drei Seiten gut aufgeschrieben oder Gratifikationskrise, um so ein paar spezialistische Themen zu nennen, die sicherlich auch aufgrund ihrer Neuigkeit interessant sein können. Bei Strategie ist es natürlich schwierig oder bei Leitbild auf zwei Seiten das zusammenzufassen, aber es geht in der Regel. Und ich sehe da eine Funktion von uns Wissenschaftlern darin, eben letztlich nicht nur Reputation darüber aufzubauen, dass die Fachkollegen und Kolleginnen die sehr langen, manchmal schwer verständlichen Texte gut finden, sondern wir haben eben neben Lehre und Forschung auch die Aufgabe, das, was wir rauskriegen als Forscher, in die Breite zu tragen. Und die Kolumnen sind eben ein Medium, genauso wie dieser Podcast ein Medium ist, rauszuarbeiten, rauszustellen, was wir als Organisationssoziologen zu aktuellen Themen im Management zu sagen haben. Ich finde diese Perspektive auf Ihre FachkollegInnen spannend, denn wenn ein Text allgemein verständlich und zugänglich sein soll und zügig zu lesen, dann kommt man doch relativ schnell mit dem, wird man doch schnell mit dem Vorwurf konfrontiert,
dass man unterkomplex sei oder dass man Dinge weggelassen hat. Wie verhandeln Sie dieses Dilemma für sich? Ja, das ist sicherlich eine Frage, die immer wieder auch aufkommt, nämlich letztlich, dass auch öffentliche Präsenz häufig als negativ korrelierend mit wissenschaftlicher Brillanz betrachtet wird. Das ist sicherlich in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein großes Thema. Man erkennt es auch teilweise, dass dann eben in dem Moment, wo denn die Wissenschaftler im Spiegel oder in der Zeit oder in der Süddeutschen ihre Texte schreiben, dass dann fast zwangsläufig davon ausgegangen wird, dass ihre wissenschaftliche Produktivität und auch Seriosität zurückgeht. Das mag in einigen Fällen auch nicht völlig unplausibel sein. Mein Anspruch ist an der Stelle schon zu sagen, es ist halt eine Spielart. Also neben Büchern, neben wissenschaftlichen Fachartikeln sind eben, und neben Rezensionen, das ist auch noch ein wichtiges Medium, in dem man sich wissenschaftlich austauschen kann, ist eben die Kolumne eine Möglichkeit, bestimmte Erkenntnisse zu formulieren. Und idealerweise bedient man halt diese verschiedenen Formate. Also das Spektrum, was man schreiben und vielleicht sprechen kann, sollte eben möglichst groß sein. Und man sollte eben auch deutlich machen, eine Kolumne ist kein wissenschaftlicher Text. Also es gibt zwar auch in dem Buch Fußnoten, wo man bei Interesse nachlesen kann, aber es ist nicht mehr primär ein Text, der den Anspruch an einen wissenschaftlichen Fachartikel erfüllen soll, sondern er soll eine bestimmte soziologische, organisationswissenschaftliche These knapp auf den Punkt bringen. Ja, bei Ihnen werden die Sachen dann ja auch mal gerne nicht nur knapp auf den Punkt gebracht, sondern auch, also knapp und spitz, würde ich mal formulieren. Das ist zumindest etwas, was man bei Ihren Kolumnen quasi öfters zu tun hat. Jedenfalls quasi ein Vorwurf der Provokation steckt da drin. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das eigentlich quasi am ehesten her? Liegt das an Ihrer Art zu argumentieren oder daran, dass die Systemtheorie oft als Perspektive aneckt? Ich würde sagen, es ist eine Deformation professionell, also eine Prägung, die sehr begrenzt nur personell zugerechnet werden kann, sondern letztlich mit der Fachidentität zu tun hat. Und wir Soziologen fertigen Fremdbeschreibung von bestimmten sozialen Phänomenen an, nicht nur von Organisationen, sondern auch wenn wir über Organisationen, über Liebesbeziehungen, Freundesgruppen schreiben, dann sind es immer Beschreibungen, die von dem beschriebenen System nicht besonders gerne gehört wird. Also wir haben sehr wenig Loyalität zu den Gegenständen, die wir beschreiben, weswegen das auch meistens dann so eine Reaktion gibt, ja, also interessant, aber ja doch irgendwie in der Art und Weise provozierend. Also nicht so, wie wir das sehen. Und da würde ich schon sagen, also sowohl bei wissenschaftlichen Artikeln als auch bei Kolumnen, als auch bei Podcast-Formaten oder Vorträgen, ist das fast mit einem Qualitätskriterium. Weil wenn wir mit unseren soziologischen Erkenntnissen nicht irritieren würden, könnte man natürlich auch fragen, wofür braucht man das? Also wenn wir lediglich die Selbstbeschreibung im Feld reproduzieren würden, dann könnte man auf die Wissenschaft der Soziologie doch sehr gut verzichten. Und dementsprechend würde ich es nicht personell zurechnen, sondern würde sagen, der Mehrwert drin der Soziologie besteht zum Beispiel auch im Vergleich zur Betriebswirtschaftslehre. Vermutlich auch zur Pädagogik, vielleicht auch zur Psychologie, besteht darin, dass wir eben vergleichsweise wenig loyal gegenüber dem beschriebenen Gegenstand sind. Wir haben also primär erstmal keine Optimierungsvorstellung. Wir wollen erstmal nicht dafür sorgen, dass was besser funktioniert, sondern erstmal nur beschreiben, wie es ist und versuchen, da ein Höchstmaß an Plausibilität hinzubekommen. Der eine Widerspruch oder die eine Irritation, die man öfter liest, die kommt in der Tat dann von Beschreibungen aus Organisationen, wobei da ja auch oft kommt, genau so habe ich es erlebt, aber das sagen Leute erst, nachdem sie ihre Organisation wieder verlassen haben. Eine andere Seite von Irritation habe ich jetzt öfters quasi auch aus dem Management-Diskurs aus Richtung von Beratenden gelesen, wenn es darum geht, dass die Perspektive quasi, die Organisationssoziologie einnimmt oder auch gerade vielleicht so die systemtheoretische Organisationstheorie, dass man zu eng quasi den Gegenstand der Organisation betrachten würde, ohne zum Beispiel auch noch Psychologie mitzunehmen. Und die Frage kommt öfters, wo ist denn die integrierende Perspektive? Wo sortieren Sie sich dann dazu ein bei dieser Forderung nach integrierend? Ja, ist ein Das guter Punkt. Also es gibt eine einfache Antwort und man kann sagen, dafür sind halt andere Disziplinen zuständig. Also die Psychologie hat eine andere Perspektive.
Der Anspruch ist schon, wenn wir als Soziologinnen und Soziologen arbeiten, dass wir die adäquate Beschreibung des sozialen Phänomens anfertigen. Und damit ist natürlich klar, was in dem Moment in dem einzelnen Individuum abläuft, können wir nicht genau beschreiben. Das ist für uns eine Blackbox. Oder was jetzt zum Beispiel auch körperliche Reaktionen sind. Also eine integrierende Perspektive würde ja auch eine medizinische Perspektive oder eine biologische Perspektive beinhalten. Das ist an der Stelle nicht unser Fachgebiet. Und meine Wahrnehmung ist, dass man zu schnell sagt, ja, wir brauchen so eine Harmonieformel. Also sowohl die Psychologie als auch die Soziologie. Und dann einigt man sich drauf, versteht sich gut, ohne eben zu nutzen, dass die Perspektiven, die jetzt aus einer individualpsychologischen Perspektive und einer soziologischen Perspektive und auch vielleicht einer medizinischen Perspektive oder biologischen Perspektive auf ein Thema geworfen wird, natürlich sehr unterschiedlich sind. Also sehr selten kompatibel, manchmal einfach relativ gut nebeneinander zu stellen, aber teilweise auch eben sehr widersprüchlich in den Erklärungsansätzen, die da gebildet werden. Und da würde ich sagen, das ist erstmal ein produktiver Widerspruch, der an der Stelle produziert werden kann. Aber ich weiß, also gerade die Systemtheorie löst natürlich auch deswegen Widerstände aus, weil sie halt schon auch einen sehr starken, sehr umgreifenden Erklärungsansatz hat. Also der Anspruch zu sagen, wir sind besser über eine systemtheoretische Perspektive in der Lage, die Phänomene in Organisationen zu erklären, als zum Beispiel eine klassische zweckrationale Betriebswirtschaftslehre, ist natürlich erstmal auch eine Provokation, die gewollt ist, um eine Auseinandersetzung über, wie erkläre ich Organisationsphänomene hinzubekommen. Ja, kommt die Irritation oder sozusagen die Provokation ja auch daher, dass man behauptet, man könnte alles erklären? Denn das ist ja auch etwas, was quasi die Systemtheorie gefühlt versucht, oder? Also man kann jeden Konflikt von Interaktion über Organisation, über Gesellschaft, egal was passiert, man könnte mit Systemtheorie hergehen und analysieren, was passiert ist. Ja Ja, klar, das ist eine super Theorie. Das ist im Prinzip ein extrem mächtiges theoretisches Werkzeug, was in Bezug auf soziale Phänomene, nur in Bezug auf soziale Phänomene, keinerlei Beschränkung hat. Und insofern natürlich genauso Familiendynamiken erklären kann, genauso bestimmte Konfliktlinien in Protestbewegungen, Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Veränderungen im Wirtschaftssystem, historisch Stammesgesellschaften im Vergleich zu stratifizierten Gesellschaften, Feudalgesellschaften. Der Anspruch der Theorie ist erstmal zu erklären, wie Gesellschaft funktioniert in all ihren Facetten, die sie hat. Und dann kann man ab und zu mal sagen, ja, also jetzt bin jetzt hier gerade, Sie hatten es erwähnt, dass ich gerade nicht an meinem normalen Arbeitsplatz bin, war jetzt heute in einer Klinik, wo systemische Familientherapeuten arbeiten. Und da ist es natürlich schon produktiv, wenn die dann auch andere Erklärungen bieten. Und da muss man sich darüber auseinandersetzen, was ist die adäquate Sichtweise auf ein bestimmtes soziales Phänomen. Und obwohl eine gewisse Form von Orthodoxie in der Systemtheorie sicherlich zu beobachten ist, ist es ja nicht so, dass die systemtheoretischen Soziologen komplett unlernfähig sind. Also auch wir lassen uns durch gute Argumente oder überzeugende Empirie umstimmen, also so dass quasi diese Beschreibung der gesellschaftlichen Phänomene, der sozialen Phänomene immer auch in Bewegung ist. ja. Das Gefühl, also mein Gefühl ist, dass der Widerspruch kommt jetzt ja nicht unbedingt auf Gesellschaftsebene oder wenn es darum geht, jetzt Struktur zu erklären, sondern wie zum Beispiel, wie oft behandeln Sie in diesen 111 Kolumnen eigentlich quasi Konflikte an der Person? Mir ist eine Sache zum Beispiel aufgefallen und zwar in Ihrer Einleitung, wo es darum geht zu sagen, und diese Themen behandelt dieses Buch. Da kommt der Begriff Person nur in den Fußnoten vor und der Begriff Mensch gar nicht. Das war so ein erstes Indiz für mich quasi, dass diese 111 Kolumnen sich doch eigentlich nur auf der Strukturebene aufhalten. Ist das richtig? Ja, wobei man dazu sagen muss, dass die systemtheoretische Organisationsforschung der Person ja eine extrem prominente Rolle zuweist. Also die aus meiner Sicht eine der revolutionären Ideen der systemtheoretischen Organisationsforschung besteht darin zu sagen, wir haben eigentlich drei Strukturtypen. Wir haben die Kommunikations- und Entscheidungswege, also Hierarchien, Mitzeichnungsrechte, Projektstrukturen. Wir haben Programme als zweiten Strukturtyp, wo eben unter anderem Zielvorgaben mit drin sind, so klassische Wenn-Dann-Regeln, terroristische Arbeitsformate,
Policies, Qualitätshandbücher und solche Sachen. Und als dritte Komponente, und da ist der Unterschied zur Aufbau-Ablauf-Organisation der Betriebswirtschaftslehre, ist das Argument zu sagen, die Person ist ein dritter Strukturtypus, der gleichrangig zu behandeln ist. Und zwar deswegen, dass selbst wenn die anderen beiden Strukturtypen gleich bleiben, es einen Unterschied macht, welche Person auf eine bestimmte Stelle kommt. Also ob die aus der Organisation kommt, da sozialisiert worden ist, oder ob sie von außerhalb kommt. Ob das eine Juristin ist oder eine Ingenieurin oder eine Betriebswirtin. Ob die Person jetzt aufgrund ihrer Familienherkunft sehr besonders ist oder eher so normal sozialisiert ist. Also es gibt eine Wichtigkeit, je nachdem, auf welche Stelle man in der Organisation guckt, dieser Strukturkomponente Personal. Das heißt, die Person oder Personal jetzt irgendwie als übergreifender Begriff ist extrem wichtig in der systemtheoretischen Soziologie. Und wo sie recht haben, ist, dass uns ja nicht der Mensch an sich interessiert. Also es geht nicht um den Menschen, sondern es geht um die Frage, inwiefern Personen in ihrer ganzen Vielfalt und auch in ihrer Unterschiedlichkeit strukturwirkend in Organisationen wirken. Also insofern ist Person ein Strukturmerkmal von Organisationen und deswegen für die systemtheoretische Organisationssoziologie extrem wichtig. Wie wird sich das denn dann konkret äußern an einem Gegenstand? Nehmen wir mal, Sie haben einen Text, also eine Kolumne trägt den guten Namen der Führungskräftebeschimpfung, wo es darum geht, dass ja gewissermaßen viele Probleme quasi immer den Vorgesetzten zugerechnet werden. Ich weiß ja, aber ich mute Ihnen jetzt zu, auch mal quasi darzustellen, wie unterscheidet sich jetzt die Perspektive der Systemtheorie von der psychologischen? Jetzt müssen Sie auch kurz beschreiben, wie wäre ein psychologischer Blick darauf? Ja, also das Argument jetzt in dieser Kolumne über Führungskräftebeschimpfung besteht darin, dass es eine überstarke Personalisierung in Organisationen gibt. Und das ist sicherlich auch empirisch erstmal richtig, dass man feststellen kann, dass viele Strukturprobleme, die zum Beispiel aufgrund einer Matrixstruktur oder irgendwie einer zu tiefen oder zu flachen Hierarchie nachher am Ende personalisiert wird. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, Hierarchien werden abgeflacht, damit wird letztlich die Verantwortung oder die Schwierigkeit für die Führungskraft, für die Mitarbeiter erreichbar zu sein, immer größer. Und irgendwann beschwert man sich über den Schmidt oder Özdemir, der nicht ausreichend präsent in der Organisation ist und rechnet das persönlich zu. Das heißt, es gibt an der Stelle sicherlich eine Tendenz zu personalisieren. Das hat auch natürlich bestimmte positive Funktionen für Organisationen, weil in dem Moment, wo man Probleme an Personen festmacht, muss sich die Organisation ja nicht weiter damit beschäftigen. Das ist das Argument der Führungskräftebeschimpfung. Aber es wäre jetzt naiv zu sagen, dass Personen extrem unwichtig sind. Also sowohl in den Forschungs- als auch in den Beratungsprojekten beobachte ich immer wieder Situationen, wo man sagen kann, naja, klingt erstmal einigermaßen plausibel, wie diese Organisation aufgebaut ist. Auch die Zielvorgaben sind jetzt nicht irgendwie übermäßig skurril, aber man sieht, dass aufgrund von bestimmten Besetzungsentscheidungen an der Spitze der Organisation schon auch große Probleme entstehen. Und da würde man jetzt als Soziologe, egal ob man jetzt als Forscher oder Berater unterwegs ist, einen Fehler machen, wenn man das nicht als Komponente mit hineinnimmt. Ein ganz alter Gedanke von Niklas Luhmann, glaube eine seiner ersten Arbeiten, der neue Chef, basierte auf der Beobachtung, dass es bei Ministerien eine starke Aufmerksamkeit dafür gibt, wenn es zu einem Wechsel eines Ministers oder einer Ministerin kommt. Und dass das nicht darum geht, darüber zu klatschen, sondern dass es darum geht, das zu beobachten, weil klar ist, dass da von Strukturwirkung ausgeht. Und da gebe ich erstmal also bei aller Gefahr der Personalisierung natürlich Personalbesetzungsentscheidung eine extrem großen Gewicht bei der Betrachtung. Das ist bei Spitzenpositionen natürlich was anderes, als wenn ich am Fließband jemanden besetze. Aber man würde organisationssoziologisch falsch argumentieren, wenn man das nicht sehen würde. Die Frage ist, welche Rolle dabei jetzt die Psychologie spielen kann. Also das müsste man dann an die Psychologie rantragen und sagen, könnt ihr uns dabei helfen, quasi das individuelle Verhalten noch anders zu beschreiben, als wir Soziologen das machen können? Ja, ich lande dann, also da vielleicht jetzt zu schnell in der Praxis, aber könnte man daraus nicht ableiten, dass man sagt, wenn es um Fragen im Operativen geht, bei denen es um viele geht, da ist die Soziologie richtig und je höher man in die Hierarchie geht, umso eher braucht man eher jemanden aus ihrer Nachbardisziplin, um die Phänomene oder die Probleme zu beschreiben? Ja, also es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, was auch in ein, zwei dieser Kolumnen behandelt wird, ist die Frage, wie arbeite ich eigentlich an der Komponente Personal? Und es gibt
relativ effiziente Mechanismen, wie man Probleme lösen kann, wenn die jetzt gerade existierende Person nicht so arbeitet, wie es vielleicht für die Organisation strukturwirksam sein könnte, indem man die Person nämlich zum Beispiel entlässt oder versetzt. Und dafür braucht man keine Psychologen, sondern das erkennt man auch mit dem normalen organisationssoziologischen Instrumentarium. Und dann gibt es Ansätze, die erstmal auch sehr optimistisch sind und sagen, wir können doch auch die Person verändern. Also kriegt man nicht diese Führungskraft, die als toxisch wahrgenommen wird, in einem Coaching oder in einem Personalentwicklungsprozess so verändert, dass sie ganz anders wirkt, vielleicht auch ein ganz anderer Mensch wird, aber zumindest eine andere Führungskraft wird. Und da ist man aus einer systemtheoretischen Perspektive eher skeptisch. Und zwar gar nicht deswegen, weil man der Person unterstellt, dass die nicht veränderungsbereit ist, sondern weil es extrem schwierig ist, das ist ein Argument von Niklas Luhmann, die Selbst- und Fremderwartung parallel zu verändern. Klingt kompliziert, ist ein ganz einfacher Gedanke. Es gibt so Phänomene, eine Führungskraft, die immer als problematisch angesehen wird, geht auf eine Konferenz und kommt nach 2, 3 Tagen wieder zurück und möchte jetzt alles anders machen und wundert sich darüber, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht sofort Hurra schreiben, sondern er mit der klassischen Standarderwartung von früher konfrontiert wird. Und dann ist es manchmal nur eine Frage von Tagen oder von Wochen, bis diese Führungskraft aufgrund der Fremderwartung sich wieder so verhält, wie alle sich von ihm erwarten. Und dann gibt es natürlich eine Veränderung von Fremderwartung, die aber an der Stelle nicht mit der Selbsterwartung synchronisiert ist. Und diese Schwierigkeit der parallelen Veränderung von Selbst- und Fremderwartung führt dazu, dass eben Personalentwicklung oder die Veränderung einer Person extrem schwacher Hebel in Organisationen ist. Was ist, wenn man alle zusammen auf den gleichen Workshop schickt und alle zusammen verändern sich? Ja, okay. Ja, es gibt ja so Vorstellungen, also es gibt Beschreibungen jetzt so gerade, wenn Sekten Zugriffe auf Führungskräfte bekommen, Scientology oder solche, wo dann wirklich, da reicht kein Wochenende aus, sondern muss über 2, 3 Wochen an ganzen Führungsteams gearbeitet werden, wo dann plötzlich irgendwie extrem andere Vorstellungen von Organisationen über mehrere Mitarbeiter in die Organisation reingetragen werden. Aber dann ist lediglich das Problem, dass denn die Widerstände auf anderen Ebenen stattfinden. Also die Entfremdung zwischen der Führungsebene und den Mitarbeitern weiter unten, die dann nicht mit dabei gewesen sind, ist natürlich dann entsprechend unterschiedlich. Also also diese Tatsache, dass Leute gemeinsam auf eine Führungskräfteschulung gehen und dann als andere Person da wieder zurückkommen, das haben sie eigentlich nur bei so Gehirnwäschemechanismen. Jedes Mal, wenn ich Sie nach einem Beispiel frage, Herr Kühl, landen wir bei terroristischen Gruppen oder bei Sekten. Aber Na, man könnte ja auch über Vietcong oder so sprechen, mit den US-Soldaten, die da längere Zeit, 2, 3 Jahre im Gefängnis gewesen sind. Da hat es ja auch solche Prozesse gegeben, wo dann nachher aufgrund von Selbstbehauptungsmöglichkeiten eine große Anzahl von Leuten sich hat überzeugen lassen. Also ich kann doch weitermachen und noch andere sehr attraktive Organisationsformen benennen, die zu ähnlichen Prozessen der Personenveränderung führen. Aber Sie sind genau, Sie sind jetzt sofort bei Personenveränderung, aber darum geht es doch gar nicht unbedingt. Es geht doch nur um Verhaltensveränderung. Der muss sich doch gar nicht so weit die Person verändern, sondern man muss doch nur, wenn es darum geht, jetzt ein besserer Chef, bessere Chefin zu werden, dass nur quasi die Kommunikationswege, die Art, wie man sich in der Organisation gibt, wie man KollegInnen wertschätzt und wie man Feedback gibt, da kann man doch immer noch die gleiche Person bleiben. Es müssen sich nur die Erwartungen verändern. Ist das trotzdem so kompliziert, wie Sie es darstellen? Ja, also es ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, ich würde dabei bleiben, dass es in Organisationen extrem schwierig ist, das zu synchronisieren. Das ist vielleicht in Familien einfacher. Ich bin hier jetzt die letzten 2 Tage in einer Klinik gewesen, die arbeitet mit einem Konzept familienzentrierter Interaktionstherapie, wo die Eltern-Kind-Interaktion auf so einer Mikroebene beeinflusst wird. Also wenn das Kind eine Essstörung hat, dann wird den Eltern beigebracht oder müssen sie erstmal an Videoanalysen erkennen, woher bestimmte Reaktionsformen des Kindes erklärbar sind. Also auf so einer Mikrointeraktionsebene wird dann versucht, in der Art und Weise, wie bestimmte Personen, Eltern, Mütter, Väter an der Stelle einen Satz formulieren, dass das Auswirkungen auf die Reaktionsform der Kinder hat und nachher am Ende, wenn der
problematisch ist, dann eben zu entsprechenden Essstörungen oder chronischen Kopfschmerzen führt. Und auf der Stelle, an der Stelle würde ich sagen, okay, da kriegen Sie eine Veränderung erstmal des Verhaltens hin. Also es geht erstmal darum, die Formulierung zu verändern. Aber das ist ja häufig dann korreliert mit einer Einstellungsveränderung in der jeweiligen Situation. Also Verhaltensänderung, ohne dass damit auch eine Personenveränderung einhergeht, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, sondern es ist häufig miteinander korreliert. Weil sonst kriegt man ja sofort den Vorwurf, das ist geheuchelt und nicht authentisch. Also in der Regel ist ein verändertes Verhalten auch eine Veränderung der Erwartung, die an der Person rangetragen wird und damit auch eine Personenveränderung. Ist das so? Ich meine, das muss sich doch einfach nur in der Aufgabe verändern in der Organisation. Nur weil ich jetzt nicht nur Kuchen, sondern auch Eis verkaufe, ändert sich doch nicht meine Person. Aber Nee, das ist das ist ja jetzt. klar. Ja. Ja, also die Person verändert sich an der Stelle ja überhaupt nicht, weil was sie an dem Punkt denn machen, ist, dass die Zielprogrammierung, die Zweckprogrammierung der Organisation geändert wird. Da wird erstmal an der Person überhaupt nichts geändert. Sondern die Hoffnung ist ja bei einer Personalentwicklungsmaßnahme, dass selbst bei identischem Aufgabenspektrum die Person in der Lage ist, anders zu agieren. Ansonsten könnte man es sich ja einfach machen, sagen, die Person bleibt, wie sie ist, aber sie muss jetzt zukünftig auch Eis verkaufen oder Ja, Lebkuchen. okay, ja, ich verstehe. Ja. Also es ist eine Strukturveränderung, führt automatisch zu einer, also eine Strukturveränderung im Bereich der Programme oder der Kommunikationswege, führt automatisch zum anderen Verhalten, ohne dass in irgendeiner Form damit eine Veränderung der Person intendiert sein muss. Ich an dieser Stelle habe das verstanden. Ich bin gespannt, was der Chat davon hält. Das werden wir gleich sehen. Wenn wir zurück auf den Rahmen kurz kommen Ihrer 111 Einwürfe, dann würde mich abschließend nochmal interessieren, für wen ist das eigentlich quasi gedacht? Schenke ich das meiner Chefin, wenn ich sie ärgern will und markiere den Text über Führungskräftebeschimpfung? Finde ich hier Hinweise out of the box, wenn ich Agilität neu denken will? Was haben Sie sich eigentlich als Anlass quasi überlegt? In welchem Rahmen wird das Ja, ich würde ja eingesetzt? nicht sagen, wenn man die Chefin ärgern möchte, sondern wenn man ihr was Gutes tun will. Also dafür ist es eigentlich intendiert. Ja, ich würde sagen, es ist vermutlich das erste Buch, was ich geschrieben habe, wo ich nicht davon ausgehe, dass es komplett von vorne bis hinten gelesen werden muss, sondern es ist alphabetisch geordnet. Es kommen, glaube ich, alle relevanten Themen vor, außer halt so super modische Themen wie New Work, über die in 5, 6 Jahren niemand mehr spricht. Ja, das Also wollte ich auch noch fragen. Das ist ja witzig. Sie haben 111 Themen aufgemacht, ne? Aber gesagt, New Work, das lassen wir weg. Nein, das, also also ich habe jetzt Agilität habe ich mit drin, weil ich erstmal davon ausgehe, dass was unter dem Thema Agilität behandelt wird, man unter diesem Begriff sich mit anschauen kann. Aber es gibt bestimmte Modetendenzen, Design Thinking oder solche Sachen, also so stark methodisch orientiert, was so hochgespült wird, wo der Anspruch nicht erfüllt wird, dass dieses Buch auch noch in 10 oder 20 Jahren gelesen und gekauft werden kann. Das wäre so, als wenn man Gemeinwertanalyse, Gemeinkostenanalyse oder irgend sowas in der Richtung mit reinnehmen würde, wo Sie überlegen, was war das? Das war in den 70er Jahren heißer Scheiß in der Management- und Beraterszene, hat dann aber an Attraktivität verloren, sodass so ein Begriff jetzt einfach extrem staubig wirken würde. Und die Hoffnung jetzt an dem Buch ist wirklich, dass wenn man es in 10 oder 15 Jahren aufschlägt, dass man immer noch die gleich mit den Begriffen was anfangen kann. Und deswegen, klar, es ist eine gewisse Spekulation gewesen, was Aktualität von Begriffen angeht, aber eigentlich war das Ziel, erstmal zu sagen, alles, was in irgendeiner Form modisch ist, kommt raus. Und dann ist aber zum Beispiel Digitalisierung ist drin, weil ich erstmal davon ausgehe, das ist ein Trend, der sicherlich anhalten wird und der sich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht grundlegend verändern wird, sodass man auch die Überlegung zur Technik an der Stelle wahrnehmen kann. Ja, und geschrieben ist es eben wirklich als Buch, was man nicht von vorn nach hinten lesen muss, sondern es gibt so Lesewege durch das Buch, wo bestimmte zentrale Themen angesprochen werden, wo man sich daran orientieren kann. Also man kann dann alles eben zum Thema Personal lesen oder man kann alles lesen, was in irgendeiner Form mit Managementmoden zu tun hat. Also man hat eine Möglichkeit, sich daran zu orientieren. Man kann alles lesen, was in irgendeiner Form mit Informalität und Organisationskultur zu tun hat. Aber eigentlich ist so die Vorstellung, die ich habe, man springt so von Kolumne zu Kolumne. Also es gibt so Querverweise, man fängt mit einer Kolumne an, weil das gerade das aktuelle Thema in seinem Unternehmen oder seiner Verwaltung ist. Und dann denkt man, ah, da ist ein Querverweis, lese ich da nochmal weiter, sodass eigentlich die Frage ist, wie gut hält so eine Kolumne oder eine Sammlung von Kolumnen jemanden beim Lesen, sodass man nach 3, 4 Jahren vielleicht
zwei Drittel des Buches gelesen hat. Das ist so die Grundidee. Also eine Sammlung für alle Lebenslagen, in denen man mit Organisationen zu tun hat, schlägt uns Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld, das Buch Der ganz formale Wahnsinn vor. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause und dann gehen wir in die offene Diskussionsrunde. Da könnt ihr uns beiden, falls es Fragen an mich gibt, im Chat die Fragen stellen, die eventuell jetzt aufgetaucht sind oder die irgendwann mal im Kontext mit Themen von Stefan Kühl zu tun gehabt haben. Die könnt ihr da stellen. Ich verschaffe mir dann einen kurzen Überblick und in einer Minute oder zwei sind wir auch direkt wieder hier und gehen dann in eine offene Diskussionsrunde. Bis gleich. Ich habe es gesehen, dass es weitergeht. Es war trotzdem für mich ein harter Umbruch. So, für mich ist es gerade ganz lustig. Ich habe auch das Gefühl, so, wir können ja gerade kurz in der Stimmung einmal kurz wechseln. Und ich bringe eure Fragen mit, die ihr im Chat gestellt habt. Dieser Teil kommt nicht in eine Podcast-Folge, sondern bleibt hier ganz im Privaten auf dem YouTube-Kanal von Stefan. Und für mich ist das auch quasi kurz der Anlass für den Wechsel zwischen einem Du und einem Sie. Wir halten nämlich quasi ein Seminar oder ein Podcast-Sie aufrecht, das wir aber zwischen Folgen immer brechen. Und das mache ich jetzt auch mal einfach als performative Irritation. Es haben sich die ersten Fragen im Chat gesammelt. Ich bringe trotzdem meine erste Frage mit. Das ist mein Recht als Moderator. Und zwar, ich möchte noch eine Frage stellen, Stefan, die habe ich bisher weggelassen, nämlich 111 Kolumnen. Also ich schreibe Text quasi auch als Teil meines Berufes. Stefan, wie schreibt man 111 Kolumnen? Das ist wahnsinnig viel. Also wie lange hast du eigentlich daran gesessen, dass es so viele werden? Ja, es sind letztlich
wirklich 25 Jahre gewesen. Also ich glaube, der erste Text, der jetzt in diesem Buch, der in überarbeiteter Variante vorkommt, ist in dieser sehr frühen Auseinandersetzung zur Abflachung von Hierarchien gekommen. Und ich würde sagen, ich habe von den Texten, ja, vielleicht so die Hälfte über die 20 Jahre geschrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist das Buch in irgendeiner Form vorstellbar. Und dann habe ich halt angefangen, etwas systematischer auf diese Textform zu gehen. Und dann, als ich dann gesehen habe, okay, es fehlt zu so zentralen Themen wie zum Beispiel Strategie, fehlt noch ein Text, dann habe ich mich halt für ein paar Wochen zurückgezogen und dann die Texte geschrieben, von denen ich gedacht habe, zu dem Thema muss was gesagt werden, ohne dass sie aber jetzt irgendwie in der Form von oder im Laufe von Auseinandersetzungen oder von Debatten oder von Forschung entstanden ist. Aber das ist so der Arbeitsstil gewesen. Also von daher ist es schon ein vergleichsweise lang angelegtes Buch gewesen. Ich glaube, da hilft ja dabei, dass es ja quasi immer für sich stehende Gedanken sind, ne? Dann ist es ganz auch okay, Ja. wenn das mal eine Weile liegt, dann hat man keine Probleme Ja, damit. und es gibt auch immer, also das ist ganz häufig so, es gibt irgendeinen Punkt, den ich beobachte. Also zum Beispiel jetzt beim Thema Transparenz war vor 3, 4 Jahren, ja, ein bisschen länger, sogar 5 Jahren, als die Piratenpartei in Deutschland hochgekommen ist, die als Partei dieses Transparenzpostulat aufgestellt hat. Und das ist für uns Organisationssoziologen sicherlich ein Punkt, der ziemlich klar ist, dass Transparenz natürlich bestimmte Funktionalitäten hat, aber auch eine Vielzahl von ungewollten Nebenfolgen mit sich bringt. Und in der Auseinandersetzung mit der Piratenpartei ist dann halt zum Beispiel der Text zur Transparenz entstanden. Und häufig sind es Debatten gewesen, aus denen ich denn, oder Purpose-Diskussion. Das ist schon ein älterer Gedanke, der stammt ursprünglich von Luhmann aus den frühen 70er Jahren, den ich dann vor 20 Jahren schon mal in die Diskussion versucht hatte zu bringen. Und als dann plötzlich diese ganze Frage von Sinnhaftigkeit nochmal hochgekommen ist unter dem Begriff Purpose-Driven Organizations, dann habe ich quasi an der Stelle die Überlegung aus der systemtheoretischen Organisationssoziologie nochmal versucht, kompakt zusammenzufassen, ohne dass das jetzt ein grundlegend neuer Gedanke gewesen ist. Sondern es ist ganz häufig, ist es, glaube ich, so eine Art Best-of der Organisationswissenschaft. Ich glaube, ein paar extrem kluge Leute in der Organisationswissenschaft, Nils Brunzen, wenn es um so Fragen von Handlungs- und Entscheidungsrationalität geht, sicherlich Herbert Simon, was so Begrenztheit von Rationalitäten angeht, Niklas Luhmann, was die ganze Frage von Formalität in Organisationen angeht, Michel Crozier, wenn es um Macht geht. Also es sind so häufig sind es eigentlich so eine Art Best-of, ist vielleicht auch eine Variante, wie dieses Buch angelegt ist. Ich glaube, es ist gut, dass nicht Best of Soziologie draufsteht. Das ist dann so im Bescheidenheitsanspruch wahrscheinlich, oder es wäre wahrscheinlich nicht gut angekommen. Ich glaube, so funktioniert das sehr gut. Es gibt Naja, schon wobei es ganz. wäre vermutlich sogar gegangen, weil es ja nicht darum geht, dass dass ich alles der Best-of, also man wird extrem Nie bescheiden Best, okay, ja, verstehe. als Organisationswissenschaftler, weil es ist einfach ein Fach, was inzwischen sehr gut ausdifferenziert ist, also anders als andere Disziplinen innerhalb der Soziologie, ist die Basis, auf der man aufbauen kann, ganz fantastisch. So dass, ja, man kann schon sagen, also ich merke mir das mal. Also ich habe da keine Hemmung zu sagen, es ist so eine Art Best-of der Organisationssoziologie und 0,5% der Gedanken in dem Buch über Best-of stammt von mir und der Rest ist letztlich eine Reformulierung oder eine Zuspitzung von Gedanken, die von anderen gedacht worden ist und hier lediglich nochmal neu akzentuiert oder zugespitzt wird. So formuliert kann man das, glaube ich, gut Dann kaufen. kann man es machen, Ja. oder? Klingt ausreichend Ja. bescheiden, weil Bescheidenheit wird in der Selbstdarstellung ja auch verlangt. Genau. So. Es gibt schon einige Fragen. Wir springen jetzt ein bisschen thematisch hin und her, aber es sind wirklich spannende dabei. Und es geht eine Fragerichtung geht quasi in das Problem hinein. Wie geht man eigentlich mit diesen Phänomenen in der Praxis, zum Beispiel auch in der Beratung um? Wie zum Beispiel, wenn man in einer Organisation feststellt, dass halt gerne personalisiert wird. Und du hast ja eben ganz gut beschrieben, das ist ein Phänomen in der Organisation, dass der Organisation hilft, dann muss die Organisation nichts tun. Aber angenommen, man möchte strukturelle Veränderungen vornehmen. Wie überzeugt man dann, wenn man als Berater in einer Organisation ist, was du ja auch bist, dass das der bessere Weg ist und dass Personalisierung weniger hilfreich ist? Naja, man kann natürlich schon auch bestimmte Evidenzen bringen.
Also die interessante Frage ist ja, ist es eine berechtigte oder eine unberechtigte Personalisierung? Und was häufig als Intervention hilft, ist, wenn man sagt, also gerade bei komplizierten oder schwierigen Stellen in der Organisation, wie häufig hat da ein Personalwechsel stattgefunden und sind die Muster, in denen man sich verhalten hat oder wie man sich auf dieser Stelle bewegt hat, sind die gleich geblieben oder haben die gewechselt? Und wenn man feststellt, dass auf einer Stelle nach jedem Jahr immer wieder ein Wechsel stattfindet und die Personen sich, die neu auf die Stelle raufkommen, sich genauso verhalten oder nach einem Jahr vom mittelständischen Geschäftsführer, der auch Inhaber ist, dann gefeuert werden, weil sie es nicht bringen, kann man irgendwann mit guter Evidenz sagen, es liegt nicht an der Person, sondern es liegt an der Art und Weise, wie diese Stelle eingebunden ist, dass immer da wieder ein Problem entsteht. Und dann würde man an dem Punkt eben anfangen zu konfrontieren. Und da ist natürlich jetzt, weil das scheinbar die Frage aus einer Beraterperspektive kommt, die Möglichkeit für eine Beraterin oder einen Berater von extern eine andere als jemand intern der Organisation. Also die Funktion der externen Beratung besteht gerade an der Stelle eben den Finger in die Wunde zu legen und knapp davor zu sein, bei dem inhabergeführten Geschäftsführer rausgeworfen zu werden, weil er es eigentlich nicht ertragen kann, weil ganz viel von dem Problem natürlich mit ihm zusammenhängt. Weil er diese Struktur so lassen möchte oder weil er in seinem Verhalten diesem Stelleninhaber gegenüber halt immer wieder in der gleichen Art und Weise agiert. Also da würde ich sagen, ja, muss man mit hoher empirischer Evidenz in Bezug auf die Organisation aufzeigen, weswegen eine Personalisierung eine Fluchttendenz ist und nicht der Sache angemessen. Das kurz vorm Rausschmiss stehen beim Geschäftsführer ist eine gute Hinführung zu einer anderen Frage, nämlich wie vereint man einerseits eine soziologisch-organisationswissenschaftliche Perspektive, die sagt, wir analysieren nur und wir haben keinen Anspruch zu sagen, was ist am besten, und eine beratende Perspektive, die mit einem Auftrag kommt, die auch normativ ist, die auch quasi etwas verbessern will. Wie bringt man diesen Widerspruch zusammen? Ja, es ist extrem gut. Also ich sage häufig, dass eigentlich in Beratungsprozessen, ich mache relativ viel Beratung, weil man über Beratungsprojekte einen besseren Empiriezugang bekommt als über Forschungsprojekte. In dem Moment, wo man berät, hat man in der Regel Zugänge zu Organisationsspitzen, wo man als Forscher gar nicht rankommen würde, weil die sagen, wofür soll das denn gut sein? Das heißt also, Beratung ist jetzt erstmal auch für Organisationswissenschaft ein fantastisches Feld, um zu begreifen, wie bestimmte Phänomene ablaufen. Und ich sage immer, es entstehen eigentlich zwei ganz unterschiedliche Analyseschemata. Das eine ist ein Analyseschemata, was quasi in der wissenschaftlichen Beschreibung standhalten würde, wo man alles schreibt, so wie man das als empirisches Phänomen wahrnimmt. Und das zweite ist das, was man an Analyse davon auch in die Organisation reinspielen kann. Und das sind häufig nur homöopathische Dosen. Also den größten Fehler, den man machen kann, also gerade wenn man in der Organisationsanalyse aufgrund von Erfahrung oder von soziologischen Kenntnissen sehr stark ist, ist dann zu sagen, und ich will auch gestehen, ein bisschen, Andreas, habe ich den Fehler vermutlich auch früher mal gemacht, dann zu sagen, ah oh, super, ich habe jetzt so viel gesehen in dieser Organisation, das erzähle ich dir jetzt mal. Und dann merkt man, wie plötzlich die Leute immer ruhiger werden. Und irgendwann wird man dann freundlich aus dem Raum rausgeführt, so von wegen, das war jetzt wirklich extrem spannend, schön, dass Sie da waren, kommen Sie ja nicht wieder. Und es war für mich ein mühsamer Lernprozess, dass ich an der Stelle begreifen musste, dass die eine Aufgabe besteht darin, zu begreifen, wie die Organisation tickt. Und mindestens genauso viel Zeit muss man reinstecken, nachdem man das begriffen hat, sich zu überlegen, wie kriege ich diese Informationen so dosiert, dass die Organisation damit was anfangen kann. Also es ist ein Übersetzungsschritt, den die Berater leisten, die man als purer Organisationswissenschaftler so eigentlich nicht zu machen braucht. Und das ist eine eigene Fähigkeit. Also ich erzähle auch immer unseren Studentinnen und Studenten in Bielefeld, also wir bringen euch bei, wie ihr Organisationen begreifen könnt. Aber wie es hier nachher am Ende umgesetzt wird, dafür haben wir nicht die Zeit und das ist auch nicht Teil eines wissenschaftlichen Studiums. Also dafür sind wir an der Wissenschaft orientiert. Aber es ist eine Fertigkeit, wo ich enorm viel Respekt dafür habe, wenn Berater in der Lage sind, sowas zu liefern. Ich gucke jetzt mal auf die weiteren Fragen. Ich glaube, an die schließt sich hier gerade keine an, sondern wir sind noch, es geht öfters noch um
das Dilemma zwischen Organisation und Person. Und eine Perspektive ist, die hier aufgemacht wird, ob es in Organisationen aktuell vielleicht viel mehr um die Person geht als früher und dass quasi Strukturen dadurch in den Hintergrund geraten, dass man halt auch in einen Arbeitnehmermarkt kommt. Also muss sich eine Organisation nicht viel mehr um ihre Personen, auch als Personen mit auch ihren privaten Seiten quasi kümmern, um sie als Mitglied zu halten? Ja, also das ist extrem, finde ich, faszinierend, was da sich im Moment tut. Ich würde sagen, von den 5 Projekten, die ich im Moment gerade laufen habe, unterschiedlich groß, 2 größere, sind sicherlich vier, wenn nicht sogar alle, an dieser Frage, wie können wir die Organisation so umbauen, dass das für unsere Mitarbeiter attraktiver wird. Das ist schon faszinierend. Also die Veränderung, die im Moment davon ausgeht, dass viele Organisationen enorme Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, ist schon relevant. Das ändert aber nichts darum, wie wir grundlegend an Organisationen rangehen, sondern mein Argument wäre erstmal zu sagen, wenn ich jetzt Unternehmen nehme, dann bewegt sich ein Unternehmen in 3 unterschiedlichen Märkten. Das eine ist der Produkt- und Dienstleistungsmarkt, wo es darum geht, bestimmte Waren zu verkaufen, bestimmte Dienstleistungen zu verkaufen und wo man quasi da eine Beziehung hat. Dann gibt es den Finanzmarkt, der nicht irrelevant ist. Also wie kriege ich die Organisation so aufgebaut, dass ich Kredite bekommen kann oder Eigenkapital da reinfließen kann? Und das Dritte ist der Markt, wo kriege ich die Arbeitskräfte her, die mir dabei helfen, die Dienstleistungen oder Waren zu erbringen? Und der Fokus verschiebt sich. Also das kann sein, dass manchmal die Hauptschwierigkeit im Produktmarkt liegt. Es kann aber auch teilweise auch im Finanzmarkt, wenn man so an Startups denkt, dann ist es sehr interessant zu sehen, dass die sehr viel Energie dafür aufwenden, sich so aufzuhübschen, dass sie für Risikokapitalgeber interessant sind. Also die sind extrem stark finanzmarktorientiert. Und dann gibt es andere Organisationen, das ist sicherlich prominent, die im Moment gerade, die damit kämpfen, ausreichend Personal zu finden. Und dann gibt es eben genau die Effekte, die du da jetzt auch gerade angedeutet hattest, nämlich, dass plötzlich überlegt wird, eine Strukturveränderung vorzunehmen, nicht deswegen, weil sie in der Dienstleistungserbringung besser funktioniert, sondern weil man auf dem Arbeitsmarkt bestimmte Angebote machen muss, die so attraktiv sind, dass man das Personal findet. Aber auch da würde ich erstmal sagen, ja, das ist ja ist natürlich nicht das Gleiche, ob ich Produktmarkt oder Arbeitsmarkt mehr betrachte, aber es sind erstmal Kontextbedingungen, mit der die Organisation umgehen muss. Umweltbeziehungen sind es in dem Sinne. Die ganze Motivationsstruktur ist letztlich die Schnittstelle zur Umwelt. Wie gewinne ich die Menschen, jetzt erwähne ich mal das Wort, dazu, dass sie bereit sind, einen Teil ihrer Zeit in dieser Organisation zu verbringen und da Leistung zu erbringen? Aber das ist gerade neu für mich, das finde ich spannend. Also quasi es ist ja sowieso eine Idee der Systemtheorie, dass die Menschen oder die Mitglieder die Umwelt der Organisation sind, nicht wahr? Also die geben ihre Zeit in die Organisation, aber eigentlich sind sie ja quasi, sind sie immer noch Umwelt der Ja, Organisation. klar. Ja, also das Und Menschen ja die sowieso Motivation Teams. ist die Schnittstelle. Also quasi über die Motivation ist das, was die Organisation anspielen kann oder Ja, das, was sie genau. Also bearbeiten. es ist die Frage, also es ist ja immer, wie verhindere ich, dass bestimmte Personen die Organisation verlassen und nicht mehr zur Verfügung stellen? Das hängt stark mit Individualmotivation zusammen. Das heißt also, der Hebel, den Organisationen denn setzen, ist zu überlegen, wie baue ich die Motivationsstruktur, um einmal überhaupt die Mitglieder zu gewinnen und wenn ich sie dann habe, dazu zu bringen, dass sie auch so arbeiten, wie die Organisation sich das vorstellt, um das jetzt so ein bisschen Rational Choice mäßig zu sagen. Und das würde ich als eine extrem relevante Organisationsfrage betrachten, die natürlich sehr stark davon abhängig ist, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Ja, man Also muss ich sich viel habe weniger um Motivationsstrukturen kümmern, wenn sich als man als Mitglied mit Sorge darauf guckt, dass man überhaupt irgendwo arbeiten kann. Ja, ich war jetzt war vor 2 Tagen bei einem Unternehmen Lebensmitteleinzelhandels lauter Personaler, wo genau natürlich diese Fragen extrem wichtig im Moment sind, weil die rennen überall im Moment die Leute weg. Und die Frage, was man machen könnte, um die Probleme in den Griff zu bekommen, eine Wirtschaftskrise ist unter den Gesichtspunkten für die natürlich extrem produktiv, weil es dazu führen würde, dass die Arbeitsmärkte sich ganz anders gestalten würden. Also Vollbeschäftigung verschiebt letztlich die Machtverhältnisse in Organisationen zugunsten der Arbeitnehmer. Und in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, also keine faktische Vollbeschäftigung mehr da ist, hat man es mit einer Verlagerung von Machtbeziehungen zu tun und man könnte sofort sehen, wie dann Strukturveränderungen zurückgenommen werden,
Toleranzen nicht mehr da sind und so weiter und so fort. Mit Blick auf die Strukturen in so einer Organisation, da verschiebt das doch auch die Macht, nicht wahr? Also HR und Personalabteilungen sind ja oft die quasi belächelt werden. Den, so ähnlich wie in einem Stadtbudget ist ja das Kulturthema ist quasi ein bisschen ausgelagert und da kann man so ein paar Feel-Good-Maßnahmen machen und die bekommen so ein bisschen Budget für so einen Wochenendausflug. Aber quasi das Ereignis von Vollbeschäftigung und Personalnot gibt ja auch quasi dann einer Abteilung mehr Macht, oder? Nämlich die Ja, dafür sorgen, klar. dass die Leute Ja, bleiben oder kommen. das ist immer so. Also da, wo die größten Krisen sind, das kann man übersetzen in bestimmte Machtquellen innerhalb der Organisation. Also wenn man zum Beispiel auf dem Produktmarkt enorme Schwierigkeiten hat, dann fokussieren sich alle auf den Produktmarkt. Wenn die Refinanzierung ein Problem ist, dann schaut man, gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, die Finanzabteilung aufzubauen oder den Finanzchef so auszuwechseln, dass man Leute mit besseren Kontakten hat. Und bei Vollbeschäftigung, wo man Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter zu gewinnen, ist natürlich die Möglichkeit, erstmal das auch zu übersetzen. Also ich hatte jetzt bei diesem Workshop mit den Personalern eine Personalchefin aus Ungarn, die gesagt hat, inzwischen sei es so, wenn es um Budgetfragen fürs nächste Jahr geht, wird sie als erstes gefragt, wie viel Gehaltserhöhung sie für ihre Mitarbeiter dann braucht, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Also das wird dann übersetzt. Also es ist sicherlich aus jetzt einer reinen HR-Perspektive auch eine enorme Chance, die im Moment gerade besteht, die man nutzen kann, um bestimmte Ideen, Überlegungen in die Organisation reinzutragen. Wir haben hier noch eine Frage, die auf ein bestimmtes Organisationsphänomen geht, nämlich wir sind immer noch beim Thema Mensch, aber es geht um Mensch und Innovation. Und vielleicht ist ja auch, ich habe mich gerade gefragt, was passiert, wenn die größte Krise einer Organisation Innovationslosigkeit ist? An wen adressiert man das? Denn normalerweise beschreibt man ja Innovation gerne als die Disruption, es ist der Ausbruch aus der Routine. Wer sonst als quasi der mutige Mensch, der mit Interesse an Risiko oder keine Angst davor, wer sonst kann so eine Innovation bringen? Da braucht man doch schon wieder den gesamten Menschen für die Organisation. Okay, also da würde ich sagen, da ist die Gefahr der Überpersonalisierung extrem stark. Also die Hoffnung darauf zu setzen, dass bei einer insgesamt innovationsfeindlichen Organisation der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin in der Lage ist, quasi gegen den Mainstream der Organisation was durchzusetzen. Klar, man kann das machen, man kann es machen. Ich glaube, die Chancen sind vergleichsweise gering. Was nicht heißt, dass man es nicht machen soll, sondern man muss sich über die Dimension bewusst sein, um die es da an der Stelle geht. Und wie stark ist der eigene Einflussbereich? Wenn man relativ weit in der Hierarchie ist, kann man es natürlich vermutlich eher durchsetzen. Aber wenn man unten in einer innovationsfeindlichen Organisation eine gute Idee hat, ist eher, glaube ich, die Situation da, dass die Organisation es entweder gar nicht wahrnimmt, also man die ganze Zeit nur am Rödeln ist, aber es nicht begriffen wird, oder dass man sogar an der Organisation anengt, wenn man zu penetrant wird. Und deswegen ist, glaube ich, eher die Frage, wenn denn überhaupt Innovation in dem Fall gebraucht wird, wie baue ich eine Struktur so, dass sich eben tendenziell auch bestimmte Veränderungen in der Art und Weise, wie man arbeitet oder was man für Produkte oder Dienstleistungen anbietet, ausbildet. Was ist denn Ausdruck einer innovationsfreundlichen Organisation? Also innovationsfeindlich ist relativ leicht. Man denkt sofort an Leute, die halt sagen, das haben wir immer schon anders gemacht oder es funktioniert doch alles so. Da bin ich relativ schnell quasi bei Ablehnung von Personen. Also was ist ein Strukturmerkmal, wie man es konstruktiv wenden kann? Ja, also was ich in solchen Situationen mache, ist, also diesem ganzen Buch, der formal Wahnsinn, das sind zwar Kolumnen, aber da liegt eine bestimmte Art und Weise oder ein bestimmtes Schemata zugrunde, wie Organisationen begriffen werden. Das nennt sich Metastrukturmatrix. Und das spiele ich an der Stelle durch. Also ich würde erstmal gucken, jetzt, wenn ich mir die drei Strukturtypen anschaue, wie innovationsfeindlich oder innovationsfreundlich ist es? Und dann gibt es halt bestimmte Ideen, dass dann zum Beispiel eine einzelne Abteilung dafür zuständig gemacht wird, eine Innovation voranzubringen, so Innovations Hub, mit der Schwierigkeit, dass die dann so eine Außenseiterposition in der Organisation einnimmt und nicht in der Lage ist, die Ideen dann da reinzubringen. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu gucken, wie sind verschiedene Abteilungen, die mehr oder minder innovationsfreundlich sind, in der Organisation überhaupt verankert. Das zweite ist, ich würde dann auf die Programme gucken und schauen, wie sind eigentlich Anreizstrukturen in der Organisation gebaut. Also das wäre eine weitere Möglichkeit, drauf zu gucken. Und das Dritte ist Personal. Also bei aller
fehlenden Hoffnung, dass man als Einzelperson von unten darauf eine Organisation verändert bekommt, ist es natürlich, wenn die Organisation insgesamt sich als starr wahrnimmt, eine Möglichkeit zu sagen, wir holen uns Leute von außen. Also wir stellen jetzt nicht mehr unsere eigenen Gewächse nur noch ein, sondern wir rekrutieren gestandene 20 oder 25 Jahre woanders sozialisierte Mitarbeiter ein, in der Hoffnung, dass die sich nicht so leicht durch unsere Firmenkultur einnorden lassen. Also ich hatte es bei einem größeren Projekt, größeren Kunden, den ich seit 10, 15 Jahren begleite, die sicherlich die Schwierigkeit hatten, dass die sehr früh extrem hochqualifizierte Leute direkt nach der Uni eingestellt haben, die dann innerhalb von 2 Jahren zum Firmengewächs sozialisiert worden sind. Und das hat die Firma auf der einen Seite sehr berechenbar gemacht. Also das lief wie eine Maschine, aber gleichzeitig natürlich auch extrem wenig offen für meinen Versuch, was ganz anderes zu machen. Und das wurde vom Spitzenmanagement gesehen und da wurde gesagt, okay, wir ändern das jetzt und holen uns Leute stärker von außen. Das hat begrenzt gut funktioniert, aber es war immerhin ein Versuch, auf der Strukturebene Personal anzusetzen. Also das ist so die Vorgehensweise, mit der man dann so eine Frage zerlegen würde. Und das kann man dann auch auf der Schauseite, auf der formalen oder auf der informalen Seite durchspielen und kriegt dann erstmal eine komplexe Beschreibung dazu, wo die Innovationshemmnisse und wo vielleicht auch mögliche Hebel liegen könnten. Wenn wir von Innovation abstrahieren, jetzt zum Abschluss nochmal auf Transformation in einer Organisation allgemein und es geht nicht voran und es wird identifiziert als sind quasi, es ist bei den Mitarbeitenden, stellt man sich dem Wandel entgegen. Wie geht man damit um, wenn man Mitarbeitende findet, die entweder aktiv sagen, ja, ich habe schon viele Transformationen gesehen, aber noch keine mitgemacht, oder wo einfach bemerkt wird, hier ist kein Interesse daran, eine Strukturveränderung mitzugehen. Jetzt sind wir hier wieder quasi in einer Praxisperspektive, aber die Frage ist gestellt und ich gebe sie gerne weiter. Ja, also kann man einiges zu sagen. Man müsste die Organisation ein bisschen genauer kennen. Spekulation wäre vermutlich Großunternehmen oder eine große Verwaltung, eher vermutlich Großunternehmen, weil sehr häufig bei diesem, oder ja, schon häufiger bei diesen Großunternehmen das Problem ist, dass die extrem viele Transformationen durchlaufen. Und aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, dass immer, wenn ein neuer Vorstand da ist, erstmal ein Signal in die Organisation gesetzt werden soll, jetzt passiert hier richtig mal was. Und gleichzeitig wird auch diese Transformation dafür genutzt, sich eben seine eigenen Seilschaften als Spitze in der Organisation aufzubauen. Dafür hilft eine Transformation auch, ohne dass das für die Organisation überhaupt sinnvoll ist. Manchmal geht es auch nur darum, aufgrund von bestimmten Krisenerscheinungen Innovation, oder Veränderung nach außen zu symbolisieren, ohne dass es in Wirklichkeit sinnvoll ist. Also ich hatte bei einem Kunden das Problem, dass die für extrem viel Geld eine McKinsey als Expertenberatungsfirma reingeholt hatten. Und da hat man gar keine Wahl. Wenn man 10 Millionen oder 15 Millionen für eine Beratungsfirma ausgibt, dann kann man nachher am Ende nicht sagen, dass bei der Analyse rausgekommen ist, dass die jetzige Struktur, die man sich gegeben hat, diejenige mit dem wenigsten Problem ist. Und da entsteht ein Eigendruck, was zu verändern, allein durch die Tatsache, dass man so viel Geld für Beratung ausgegeben hat. Und ein dritter Grund, der häufig Frustration bei den Mitarbeitern auslöst, ist, dass es gar nicht darum geht, durch eine Reorganisation wirklich die Organisation effizienter zu machen, sondern Personal zu reduzieren. Also es wird reorganisiert, Leute auf neue Stellen geschoben, die sich dann da wieder bewerben müssen, sodass man insgesamt zum Beispiel eine von außen vorgegebene Personalreduzierungs Strategie darüber durchsetzt. Und deswegen beobachte ich häufig, dass in Bezug auf Transformation, weil es eben eigentlich nie der, also jedenfalls bei den Großtransformationen, Großreformen, nie darum geht, wirklich die Organisation effizienter zu machen, sondern eher so latente Motive eine Rolle spielen, dann so ein Pragmatismus sich einsetzt. Ach, der Vorstand, der hält jetzt auch nur 2 Jahre durch und dann lasse ich mich jetzt halt mal in dieses Organigramm schieben. Aber bitte erwartet nicht von mir, dass ich jetzt bei dieser Reorganisation mit großem Enthusiasmus mitwirke. Was so als Learning bedeuten würde oder als Konsequenz bedeuten würde, dass es häufig sinnvoller ist, eben so kleinere Transformations- oder Innovationsveränderungen vorzunehmen, wo dann die Organisationsmitglieder auch merken, dass es etwas mit ihrer eigenen Arbeitspraxis zu tun hat und nicht durch so zentrale Reorganisationsmaßnahmen getrieben ist. Aber sonst, wie ist die gerade? Wir haben gewechselt, wir sind gerade nicht im Podcast. Ja, die Aber wenn ich Erwartung das, ist kompliziert, ja. wenn ich das insgesamt, das ist einfach richtig verstehe, also das Schlimmste, was man eigentlich haben kann, ist quasi die zynische Organisation, oder? Also, wenn es einfach bei den Mitgliedern, ich sag mal salopp, so der Kaffee auf ist,
dass man einfach kein Interesse mehr daran hat, Strukturen zu verändern, sondern einfach sagt, ich mache meinen Schuh und es ist egal, was drumherum passiert, denn diese Arbeit ist ja die, die verlangt ist. Ich lasse und ich muss hier doch gar nichts verändern.